so Monatsfeier und ein neuer Monat hat angefangen, liebe Kinder. Sollen wir mal überlegen, welcher das ist? Der Sommer. Sommer haben wir auch, das ist die Jahreszeit. Aber der Monat, wie heißt der Monat? Mittwoch. Das ist der Tag heute, der Wochentag. Guckt mal, das hier war der Mai und jetzt ist es... Was kommt nach Mai? Sommer. April, Mai, Juni. Juni heißt der Monat. Könnt ihr sehen, was auf dem Bild drauf ist? Eine Blume und ein Apfel. Was ist das denn wohl für eine Blume? So eine Blume. Eine Rose. Ja, eine Rose ist das. Weil jetzt blühen nämlich die Rosen auf im Juni. Deswegen sagt man zum Juni auch der Rosenmonat. Ja, im Juni, schaut mal, da ist noch etwas auf dem Bild. Eine Sonne. Aber eine ganz besonders helle Sonne. Und wisst ihr auch warum? Dass es richtig heiß ist, dass man wieder an den Strand gehen kann. Das auch, genau. Die Sonne, die wird immer wärmer. Aber auch die Sonne wird immer heller, weil die Sonne nämlich ganz, ganz, ganz lange scheint im Juni. Das ist der Sommeranfangmonat. Weißt du, welches Sommer ist? Ist fast wie Tee heiß. Tee heiß. Fast so heiß wie Tee wird es. Na, das wollen wir nicht hoffen. Auch wie Kaffee. Ein bisschen kühler darf es ruhig sein. Und Kaffee auch. Auch Kakao. So. Wie Kaffee. Ich Kakao, das ist geil. Dann... müssen wir noch unser Lied singen, ne? Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling, der Blumen, der Sommer, den Schnee. Der Herbst bringt uns Früchte, der Winter den Schnee. Wir haben ja noch Geburtstage im Juni. Darwin! Darwin hat Geburtstag im Juni und... Baumaska! Genau, die auch. Du bist Baumaska. Ja, und noch ein Kind. Oder war das der Mai, was ich im Kopf hatte? Das war der Mai. Das war der Mai. Lukas hat im Mai. Ja, genau, den hatte ich im Kopf. Also zwei Geburtstage zu feiern. Und jetzt gucken wir mal, was bei den Zwergen im Juni los ist. Michael, hast du schon Frühstück gemacht? Nein. Aber das könnte ich ja jetzt mal machen. Was möchtest du gerne frühstücken, Blaumütz? Am liebsten esse ich Haferbrei und Haferbrei und Haferbrei. Nur Haferbrei? Na gut, dann mache ich dir ganz viel Haferbrei. Warum willst du nur Haferbrei? Genau. Oh, ich muss mich hier durch meinen Eingang quetschen. So. Hab ich einen Hunger heute? Das ist ein Eichhörnchen. Ja. Ich habe Hunger heute. Ich habe ja ganz viele Nüsse im Herbst versteckt. Vielleicht finde ich noch ein paar. Erst mal vom Baum runter. Wo soll ich denn überall suchen? Da ist eine. Und hinter dir ist auch eine. Nee. Und hinter da unter. Hier drunter, mal buddeln. Ich meinte da. Nicht. Das ist nah, du warst nah. Da drüben hinter dir gewesen. Was machst du denn da? Ach, hallo dicker Käfer. Kannst du
du mir helfen beim Suchen? Ich finde meine Nüsse nicht mehr. Hinter dir ist eine. Ich bin aber nicht so schnell. Ich gucke erst mal hier drunter. Guck hinter dir mal. Ja. Auch nichts. Da ist auch nichts mehr. Piep, piep. Was suchst du denn, Eichhörnchen? Ich suche die Nüsse, die ich vergraben habe. Ich finde gar keine mehr. Piep, piep, soll ich dir suchen helfen? Oh ja, hilf mir mal. Ich krabbel mal hier drunter. Vielleicht sind hier drunter welche. Also nirgends sind noch Nüsse. Vielleicht. Da war eine. Hier oben? Auch keine. Ich schnupper überall. Hallo. Wer ist denn da auf meinem Häuschen? Hasi, ich suche die Nüsse vom Herbst. Weißt du, wo die sind? Nein, aber ich kann dir mal suchen helfen. Ich guck mal hier unter meiner Höhle nach. Oh, mein Hunger wird aber immer doller. Da war eine. Da war einer hier? Ja. Nö. Auch nicht. Ich ruhe mich erstmal aus. Das sind Tannenzapfen, aber die sind schon leer gefuttert. Schade. Aber das eine. Auch nicht. Doch, dies. Und das nochmal zwei. Ich guck da mal genau nach. Michel, dauert das noch lange? Ja, ich muss das ja hier kochen. Autsch. Weißt du was, dann gehe ich nochmal nach draußen. Ruf mich, wenn der Haferbrei fertig ist, ja? Ja, ja. Lalalala. Hallo Mausi, wo bist du denn heute? Die Mausi ist gar nicht da. Hier ist der Eichhörnchen. Tilo, mal gucken, ob Hasi, hallo Hasi. Was machst du denn da unten für ein Gewühle? Wir suchen die Nüsse vom Eichhörnchen. Das Eichhörnchen hat Hunger und findet die Nüsse nicht. Oh, da helfe ich suchen. Eichhörnchen. Ja, Blaumütz, ich finde meine Nüsse nicht mehr. Oh, hast du die vielleicht alle aufgegessen? Das kann sein. Hast du noch welche zu Hause? Ich gehe mal den Michel fragen. Michel? Ja? Haben wir noch Nüsse? Nüsse. Die haben wir, glaube ich, alle aufgegessen. Wir haben nur noch die Nüsse vom Nikolaussäckchen. Oh, vom goldenen Nussziehen? Ja, genau, die haben wir noch. Oh, Kinder, dürfen wir die essen? Ja. Ja? Michael, wir können die ruhig essen, sagen die Kinder. Na gut, dann hole ich mal unser Säckchen vom goldenen Nussziehen im Advent. Da ist der Sack. Kennt ihr den noch, Kinder? Ja! Nüsslein, du sollst wandern. Genau, das ist unser Nusslied. Aber was ist denn da Besonderes drin? Die goldene Nuss. Die goldene Nuss ist auch da drin. Dürfen wir die auch essen? Nein! Oh nein, die müssen wir aufbewahren, bis der Winter kommt. Und dann ziehen wir wieder die goldene Nuss. Aber wir gucken mal, da sind ja auch andere Nüsse drin. Oh, ja, oder wird sich das Eichhörnchen freuen? So, eine. Sind das goldene hier? Nein. Diese, das auch. Ist das eine goldene? Nein. Das ist auch keine goldene. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, wie viele Nüsse haben wir denn jetzt hier? Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Nüsse, reicht das? Nein. Ja, das ist viel für das Eichhörnchen. Nein. Echt traurig, geh mal schnell zu ihm hin. Ja, und wenn es nochmal Hunger hat, dann haben wir ja noch ein paar Nüsse im Vorrat hier. Ah, da ist noch eine Höhle. Oh, mein Töpfchen kocht. Da muss ich aber aufpassen. Oh, wie kriege ich die denn alle weg? Nimm doch einfach den Rucksack mit. Das ist eine gute Idee. Wo ist der denn, mein Rucksack? Da!
Das ist der große von Micha. Nehme ich den mal. So, aufmachen. Alle Nüsse da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Nüsse drin. Oh, ist der schwer. Oh, der ist ja so groß wie ich. Die kann doch erhalten. Oh. Eichhörnchen, ich habe Nüsse. Guck mal. Einen ganzen Rucksack voll. Schau mal da rein. Oh. Sind die lecker. Die kannst du alle essen. Oh. Aber weißt du was? Ich bin es gewohnt, meine Nüsse immer zu suchen. Kannst du mir die verstecken? Oh ja, das mache ich, ja, Kinder? Gut, dann musst du weggucken, Eichhörnchen. Ja, ich gucke weg. Popo nach oben. Oh, da purzeln schon die Nüsse runter. Dankeschön. Und wieder hinsetzen. So, also die erste verstecke ich runter. Und die nächste, die verstecke ich mal hier oben, ja? Da. Oh je, die ist da reingeplumpst. Da muss die Maus aber helfen. Und die verstecke ich hier oben. Da. Und die andere verstecke ich. Die verstecke ich hier im Gras. Und bei dem Baum. Und beim Baum auch noch eine. Dahinter. So. Du kannst gucken. Hätte das noch eine. Ups. Guck mal. Ja. Ich habe eine. Nam, 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 nam. Lecker. Die verwalten wir für später. Da ist wieder eine. Und wo ist die letzte? Du musst auch die letzte. In meinen Vorrat hier. Dip, 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 dip. Wie roch es nach Nuss? Da. Noch eine. Ach da, die habe ich gerade verloren. Die kommt auch in meinen Vorrat. Und eine fehlt noch, ne? Da komme ich gar nicht dran. Mausi, du musst mir helfen. Maus ist da drüben. Oh. Ich komme da auch nicht dran. Nimm doch den großen, um da reinzukommen. Nimm doch den großen Loch. Dann kommst du da besser rein. Jetzt kommt die Nuss aber wieder raus. Ich hab sie. Da ist die Nuss. Ja, ja, ich weiß, was drin ist. Da ist die Nuss. Dankeschön. Oh, so viele leckere Nüsse habe ich. Da fange ich mal gleich an zu knabbern. Guten Appetit, Mausi. Eichhörnchen. Geh wieder nach Hause und iss dein Brei. Ja, ich gucke zu, wie das Eichhörnchen isst. So, mein Brei ist bestimmt fertig, das stimmt. Schnell. Michael, ist mein Essen fertig, mein Frühstück? Ja, jetzt ist alles fertig. Setz dich mal hin. Ah, ich habe auch einen großen Hunger. Am liebsten würde ich auch eine Nuss essen. Och, weißt du was, dann tue ich dir in deinem Brei auch eine leckere Nuss. Ja, aber nicht die goldene. Das zu spät. Ist das die goldene? Nö. Gut. So. Und das Köpfchen mit dem Brei. Oh, lecker. Das war schön, dich. Von dem Eichhörnchen. Nochmal. Jetzt haben wir was anderes vor. Wir gehen nämlich jetzt nach draußen in den Sandkasten und da holen wir uns
eine große Gießkanne mit Wasser und dann können wir da schön Kuchen backen. Ach, ja, ja. Bitte. So. Ach du meine